Zum zweiten Mal wurden am Mittwochabend in Berlin die deutschen Outstanding Security Performance Awards verliehen. Mit den sogenannten OSPAS werden herausragende Leistungen von Unternehmen und Personen aus der Sicherheitsbranche ausgezeichnet. Die S-Klasse Lounge im Mercedes-Benz-Haus am Salzufer bot den Rahmen für die Gala, zu der auch das Team von Corporate Security TV eingeladen war. Sicherheitsfernsehen, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ist eigentlich im Prinzip das Medium, um die Themen direkt an den Mann zu bringen. Unser Fernsehformat oder Format ist auf allen Endgeräten sehbar, erlebbar und so können wir alle Leute erreichen. Und wir haben den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes gehabt, wir haben den Bundesinnenminister, wir haben aber auch die Konzernsicherheitschefs befragt, wir haben auch Wissenschaftler befragt. Das Corporate Security Fernsehen ist ein Verbundprojekt zwischen dem Kompetenzzentrum Internationale Sicherheit der Rheinischen Fachhochschule Köln, dem Unternehmensberater MyBrief und Potsdam TV und war nominiert in der Kategorie Herausragende Sicherheitspartnerschaft. Der Gewinner der Kategorie hieß gestern Abend Volkswagen, doch für das Team von Corporate Security TV war allein die Nominierung schon Gold wert. Es war eine gute Gelegenheit, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Es ist ungeheuer schwierig, Awareness, also Sicherheit, wirklich rüberzubringen. Ich weiß nicht, ob Sie bei WhatsApp sind oder bei Facebook oder wo auch immer. Sie sind die Ware, die verkauft wird. Sie sind der gläserne Mensch. Und genauso ist es aber auch bei den Unternehmen. Die sind angreifbar, einmal im Cyberbereich, aber auch im physischen Bereich. Das heißt auch Diebstahl und was weiß ich, was alles so geben kann. Es ist noch nicht richtig angekommen. Bei den Großkonzernen ja. Bei den kleinen mittelständischen genauso wenig wie bei den Verbrauchern. Martin Gill hat genau aus diesem Grund die Preisverleihung ins Leben gerufen. Sicherheit soll mehr in den Fokus von Unternehmen und Verbrauchern rücken. Ich glaube, dass es dem deutschen Sicherheitssektor gut geht und die Menschen dort eine hervorragende Arbeit machen. Aber oft wird die Arbeit nicht genug wertgeschätzt. Also haben wir heute Abend die Creme de la Creme der deutschen Sicherheitsbranche eingeladen, um ihre Arbeit zu feiern. Am Ende der Preisverleihung wurde auch ein Lebenswerk-OSPAS verliehen. Security-Fachautor Peter Hohl wurde einem breiten Publikum durch Aktenzeichen XY ungelöst bekannt. Er hat einen guten Überblick, wie sich das Thema Sicherheit in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Jetzt besonders besorgniserregend finde ich die sogenannte Ransomware, also diese Erpressungssoftware, bei der ganze Rechner und ganze Dateien verschlüsselt werden und nur gegen Lösegeld wieder entschlüsselt. Das wird weitergehen und wir haben ja heute auch gehört, es wird also in Zukunft noch mehr, nicht mehr nur um das Abgreifen, um die Spionage gehen, sondern um die Sabotage. Ob die Gäste am Ende des Abends nun einen OSPAS nach Hause tragen konnten oder nicht, am meisten zählte wohl eher der Austausch und Inspiration für die Sicherheitsarbeit, die mit Blick auf die technische Entwicklung künftig einen immer höheren Stellenwert haben wird.